Artikel heute und hier auf der Messe der World of Trading 2019. Giovanni, ja, glaube ich, vielen Tradern hier in Deutschland auch ein Begriff. Daytrading ist sein Leben. Und der Giovanni, der wird heute hier und jetzt ein bisschen was erzählen zum Thema Trading-Tagebuch. Giovanni, vielleicht kurz, wie war denn das damals bei dir, als du angefangen hast? Was hast du da mit Trading-Tagebuch gemacht? So noch richtig mit Notizblock und alles aufgeschrieben. Heute haben wir ja Computer, die uns da viel Arbeit abnehmen. Wie war es bei dir? Damals gab es Gott sei Dank schon Excel, wo ich es nicht programmieren konnte, aber ich konnte doch was eingeben und habe das halt einfach auf Excel alles festgehalten. Und die Ergebnisse haben dir dann geholfen, dich im Trading zu verbessern? So ist es. Genau, und das ist halt ein wichtiges Thema, das ich auch aus meiner Trading-Karriere kenne. Ein Trading-Tagebuch hilft uns, als Trader besser zu werden, professionell zu arbeiten. Und deswegen, Giovanni, ich übergebe das Wort an dich. Dankeschön. Und los geht das. Mike, tu mir noch einen Gefallen, bring mal den Pointer. Ah, jetzt geht's. Ne? Ach so. Ach, da geht's nicht, oder wie? Nee, der Monitor, der schluckt das Bild. Wozu braucht man den da? Zum Umschalten. Ah, wie die okay. Filme, die nur am Fernseher schauen. Ach, dafür? Ja. Alles klar. Okay. Hallo, herzlich willkommen zur World of Trading am Stand von Tickmill Freitag, 14. Dezember, wollte ich schon was sagen, November. Ich hoffe, Sie sind schon durch mit Ihren Trades heute. Ich habe es gar nicht mitbekommen, wie volatil der Markt heute war. Also, ehrlich gesagt, weiß ich es heute nicht. Was bei mir eher selten ist, weil normalerweise sitze ich jeden Tag so gut wie möglich am PC. Aber ja, herzlich willkommen, für die mich noch nicht kennen, Giovanni Ciccivelli mein Name, ich bin, ja, wie sagt das Finanzamt, ich verwalte mein eigenes, nee, ich bin privater Verwalter des eigenen Vermögens, auf Norddeutsch Daytrader und mache das Ganze seit über 20 Jahren jetzt, handle überwiegend Aktien und auch FX. Und heute würde ich Ihnen gerne mal ein bisschen was zum langweiligen Trading-Tagebuch oder Trading-Journal erzählen. Auf der einen Seite total langweilig, auf der anderen Seite aber meiner Meinung nach für alle Trading-Anfänger essentiell. Kleiner Risikohinweis, bitte mal kurz durchlesen, wer es gelesen hat, nickt, wer nicht nickt, hat es auch gelesen, also alles ist gut, müssen wir hier zeigen. So. Ganz kurz, was macht einen erfolgreichen Trader aus? Darauf würde ich gleich eingehen, dann so wird man im Trading erfolgreich und das Trading-Tagebuch. Fangen wir gleich mal an, weil so viel Zeit haben wir hier nicht. Wir sind nicht wieder Dirk, der ganz lange reden darf. Ich darf nur kürzer. Also, was macht einen aus? Leidenschaft für Börse und Spaß im Handel natürlich. Ist klar. Wie jeder andere Job aus, sollte das Ganze irgendwie Spaß machen. Wenn ich schon jeden Tag mit dem falschen Fuß aufstehe und gar keinen Bock zu arbeiten habe, dann kann das wohl nicht das Richtige für mich sein. Das sollte die Börse auch. Aber ich denke mal, das ist sowieso an jeden Passion hier. Jeder möchte auf irgendeine Art und Weise sein Hobby zum Beruf machen. Das Hobby Börse, das Hobby Trading irgendwie so umsetzen, dass er im besten Fall davon leben kann. Ich glaube, deswegen sind wir alle hier. Ja, was macht es noch aus? Börsenhandel sollte man sehen wie die Führung eines Unternehmens. Es ist irgendwann einfach kein Hobby mehr. Es ist nicht irgendwann einfach ein Klick oder ja, zu vergleichen mit der Spielbank, ich setze auf Rot oder Schwarz, sondern es ist eben viel, viel mehr und es gehört viel, viel mehr dazu. Zum Beispiel eine wirtschaftliche Denkweise und unternehmerisches Kalkül. Wie in jedem anderen Job eines Selbstständigen ist das genau das Gleiche der Fall, sofern man das Ganze ernst und professionell betreiben möchte und einfach auch, Entschuldigung, mein Hals kratzt schon heute den ganzen Tag, und davon leben möchte. Dann, der Handel ist flexibel. Also, ich muss mich ständig mit meinen Überlegungen strategisch anpassen an die Wirtschaftlichkeit, an die wirtschaftlichen Veränderungen. Jeden Tag. Ich selbst behaupte auch, der Markt ist leider nicht mehr so, wie er vor 5 Jahren war und erst recht nicht mehr so, wie er vor 10 Jahren war. Warum? Weil immer wieder Veränderungen reinkommen. Sei es vom Markt an sich, weil er mal mehr oder weniger volatil ist, sei es aber auch durch politische Einflüsse. Ich nenne nur das Thema Finanztransaktionssteuer. Ich bin schon ganz gespannt, wenn sie kommt, was da auf uns einprasseln wird. Wir werden es sehen. Dann, was macht noch einen erfolgreichen Trader aus? Jetzt gehen wir ins Wesentliche. Strategie und Erfahrung. Leichter gesagt als getan. Strategie. Am Anfang einer Trading- oder einer Handelskarriere habe ich keine Strategie. Die ist nicht vorhanden. Ich kann zwar Bücher lesen, ich kann mir alles Mögliche anschauen, ich kann Seminare besuchen, ich kann Vorträge besuchen, aber ich habe deswegen noch lange keine Strategie.
Und die muss ich selber finden. Und wie finde ich diese? Natürlich durchs Traden. Und da spielt das Trading-Journal gleich eine große Rolle. Erfahrung. Erfahrung ist genau das Gleiche, wie in jedem anderen Job auch. Je mehr ich meinen Job ausübe, desto mehr an Erfahrung werde ich gewinnen mit der Zeit. Ja? Und das ist im Trading essentiell. Ja, Paper Trades sind keine Erfahrung. Ja, jemand, der zu mir sagt, ich habe Backtest hier gemacht, Backtest da gemacht, Backtest 10 Jahre und habe da tausende von Trades generiert, sage ich, das ist alles schön und gut, aber das ist ja keine Erfahrung. Erfahrung sammle ich nur, wenn ich wirklich trade. Pokerspieler können nur pokern, wenn sie oft was setzen und dort das Spiel spielen, ja, das Bluffen üben und so weiter. Beim Traden genau das Gleiche. Nur indem ich trade und indem ich eigene Trades absetze, indem es auch um etwas geht, also keine Paper Trades, werde ich an Erfahrung reicher. Warum? Weil mit jedem Trade lerne ich mit meinen Emotionen umzugehen. Und Emotionen sind genau das, also der eigene Kopf, was mir die größten Streiche beim Traden spielt. Warum auch die meisten Leute beim Traden verlieren. Das ist Fakt. Das ist der eigene Kopf und das ist kein Risk Management, das ist keine falsche Chartanalyse, das ist kein Money Management, das ist kein falscher Einstieg oder Ausstieg und so weiter. Rein Ihr eigener Kopf spielt Ihnen die Streiche. Also ich brauche keine emotionalen Trades, das macht einen erfolgreichen Trader aus, sondern ich muss versuchen, hört sich blöd an, wie eine Maschine zu reagieren, ganz so extrem ist es nicht, aber ich muss versuchen, so gut es geht, meine Emotionalität rauszunehmen. Und Emotionen sind Attribute wie Gier, Angst, Hoffnung und so weiter. Je erfahrener ich bin, desto abgezockter werde ich dort und lerne damit, mit den Emotionen umzugehen und diese rauszuhalten. Dann, Geduld und Disziplin macht einen aus. Also ich warte aufs richtige Setup und kein Handel ohne Signal. Es gibt Tage, dann kann es ruhig passieren, da handelt man nicht ein einziges Mal, kein einziger Trade. Wenn mein Setup nicht da ist, das zu meiner Strategie passt, dann handle ich lieber gar nicht, bevor ich was riskiere, einen Trade, der dann höchstwahrscheinlich im Verlust enden wird. Nur um des Tradens willen sollte man niemals traden. Ja, klassisches Beispiel, der nervöse, der Kettenraucher, der eine nach der anderen raucht und jetzt sagt, ich muss jetzt traden, weil sonst, ne? Also Leute, das wird nicht funktionieren, nur des Tradens willen. Sondern man muss Geduld haben, Disziplin haben beim Traden. Und erst wenn wirklich alles passt, dann trade ich und dann handle ich nach meiner Strategie. Stetige Fortbildung und Weiterentwicklung ist ja eh klar, machen wir jeden Tag. Deswegen sind auch einige von Ihnen hier auf der Messe. So, was macht noch einen erfolgreichen Trader aus? Selbstvertrauen. A und O. Ja, Vertrauen in eine eigene erfolgreiche Handelssignale. Duplizierung dieser erfolgreichen Signale stärkt dann den Erfolg und der Erfolg verstärkt das Vertrauen in die eigene Position, Person bzw. Handlungen. Das ist essentiell. Das bekommen Sie, da sind wir wieder da beim Traden, durch das Traden an sich. Und je mehr Sie traden und je mehr Sie Ihre Trades analysieren, desto besser und selbstbewusster werden Sie. Nochmal ein Beispiel. Wie fühlen Sie sich wohl, wenn Sie 5 Trades hintereinander jedes Mal ausgestoppt wurden? Automatisch beim 6. Trade werden Sie wieder Angst haben, Geld zu verlieren. Völlig normal beim Traden. Ja, das ist die Emotion. Und umgekehrten Fall ist es umgekehrt, wenn Sie 8-9 Mal hintereinander einen Trade im Gewinn beendet haben, dann denken Sie auf einmal, ich bin der König des Tradens, ich hab's raus, keiner ist besser als ich. Na, dann steigt der Übermut und. Also wir Trader sind so geneigt, dass wir sehr schnell extreme, ja, emotionale Schwankungen haben, von super selbstbewusst und Vertrauen in die andere Richtung. So, aber je mehr ich trade und je mehr ich mein Trading analysiere in Form eines Handelsjournals, eines Tradingjournals, Entschuldigung, ein Trading-Tagebuch, desto mehr stärkt das mein Vertrauen. Warum? Ich komme gleich später nochmal genauer drauf. Weil ich lerne, meine Trades und vor allem die besseren Trades von den schlechteren zu filtern und ich lerne einfach, oder ich verstehe, was Wahrscheinlichkeit bedeutet. Und Trading hat nichts anderes als mit Mathematik und Wahrscheinlichkeit zu tun. Wenn ich 100 Trades mache, alle nach demselben Setup, und davon gehen 80 auf, dann wird wohl der 101. Trade wie ausgehen? Wahrscheinlich positiv sein. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit 80% liegt. Und das finde ich nur mit einem Trading-Journal heraus. Das Ganze stärkt wiederum mein Selbstbewusstsein. Also, Selbstkontrolle und Trade-Analyse. Was hat funktioniert und aus welchem Grund?
Und das finde ich nicht durch ein, zwei Trades heraus. Das finde ich mit der Zeit heraus, indem ich all meine Trades analysiere oder zumindest einen Datenschatz eigener Trades habe, den ich analysieren kann. Seien es 500 Trades oder vielleicht 1000 Trades, diese kann ich analysieren. So, und dann finde ich auch heraus, wo und weshalb werden Verbesserungen opportun. Was kann ich tun, was kann ich ändern dabei? Also, ein erfolgreicher Trader konzentriert seinen Handel einzig und allein auf die Sachverhalte, die seinem Erfolg förderlich sind. Lass ich mal kurz wirken. Genauso ist es nämlich. Alles andere ist unwichtig. Nur das, was mein eigenes persönliches Trading erfolgreich werden lässt. Dann, Trading, wie gesagt, sollte man als Beruf sehen. Na, das ist kein Spaß, sondern wie in jedem anderen Job auch, steht man auf, geht zur Arbeit, macht sein Ding und so weiter. Passendes Fachwissen aufbauen. Das ist, denke ich mal, ich versuche immer mit dem Pointer hier was zu machen, aber funktioniert ja nicht. Also, Chart- und Fundamentalanalyse, Handelsstile, technische Unterstützung im Research und Handel. Das ist das typische Fachwissen. Das kriegen wir aus jedem Buch. Das sind für mich diese 30% des Tradens, die das Trading ausmachen. Die anderen 70% ist nur ihr Kopf. Und dann, von den Besten lernen kann man auch wagen. Wer sind die Besten? Ich zähle mich nicht dazu. Ich kann es für mich einigermaßen ganz gut. Das heißt noch lange nicht, dass ich das Ganze coachen kann. Ja? So, also, vielleicht sucht man sich einen Mentor, die zum eigenen Stil passen. Aber auf jeden Fall, wenn man sich so jemanden sucht, sollte es jemand sein, der auch echt Geld erfolgreich handeln kann. Ja, sowas sollte man sich heutzutage echt mal zeigen lassen, Trading-Ergebnisse, also dieses ganze Gequatsche oder das Wedeln mit irgendwelchen Hunderter oder ich wollte schon gerade sagen Tausenderscheinen, die gibt es ja gar nicht. Ich nenne keine Namen, es sind alles, viele von denen sind alles nette Jungs. Es ist auch gar nicht verwerflich, was die machen, weil die wollen einfach alle was verkaufen. Das ist Marketing, jeder macht sein Marketing auf seine eigene Art und Weise. Jeder soll verkaufen, was er will. Der eine verkauft, was weiß ich, Seminare, der andere verkauft Autos, der andere verkauft sonst was. Aber es sind super nette Kerle, wirklich. Ja, also mit denen kann man auch Spaß haben. Aber nochmal, wenn Sie das Trading erfolgreich lernen wollen, suchen Sie sich diejenigen aus, die es wirklich können. Vielleicht gehört ein Cicivelli dazu, aber der kann sich nicht beibringen, weil der bietet nichts an zum Beibringen. Ja, ich gebe alle zwei Jahre höchstens mal ein Seminar. Das mache ich auch nur, weil es mir ab und an Spaß macht. Entschuldigung. Ich nehme mal einen Bonbon, wenn es für euch okay ist, weil irgendwie kratzt der Hals so extrem. Aber ich würde niemals ein Mentoring-Programm oder ein Coaching anbieten, weil ich einfach die Zeit dafür gar nicht habe. Und wenn ich etwas anbiete, dann muss ich es zu 100% anbieten können. Aber es ist eine Möglichkeit, im Trading erfolgreich zu werden, wenn man jemanden findet, der ihn unterstützen kann. Dann klar, das brauche ich Ihnen eigentlich sagen, starten Sie auf ein Demokonto, aber machen Sie das wirklich nur, um die Handelssoftware kennenzulernen oder um die eigene Strategie zu testen. Spätestens dann müssen Sie switchen auf ein Echtgeldkonto. Nur dann werden Sie die echten Trading-Emotionen machen und nur dann bringt das die notwendige Erfahrung. Und unten steht es, Übung macht den Meister. Es festigt Ihre Routine oder steigert Ihre Routine und es festigt Ihre Strategie. Nur und allein dadurch werden Sie langfristig erfolgreich werden, indem Sie traden, echtes Geld, echte eigene Trades, nicht irgendwelche Paper Trades und diese am besten festhalten und analysieren. Also, folgen Sie bitte stets der eigenen Strategie. Es ist zwar schön, was ein Cicivelli und sonst wer alle machen, aber die Strategie werden Sie kaum kopieren können. Sie müssen Ihre eigene finden. Und ich komme immer wieder zurück. Die finden Sie nur, indem Sie selbst traden und diese Trades analysieren. Also, den eigenen Handelsplan konsequent verbessern. Der Handelsplan sollte evolutionär sein. Was funktioniert, wird beibehalten. Optimierbares wird verbessert. Und was nicht funktioniert, wird gestrichen, rigoros. Also ich brauche nicht 10-mal hintereinander denselben Fehler machen. Wenn ich einigermaßen intelligent bin, merke ich nach dem zweiten oder dritten Mal, dass das Setup wirklich Schrott ist. Und dass es jedes Mal nicht funktioniert. Ja? Oder spätestens vielleicht doch erst nach dem 10. Trade. Aber dann sollte man es merken. Und wenn ich es noch nicht gemerkt habe, weil ich mir die einzelnen Trades nun mal alle nicht merken kann, dann muss ich die in dem Trading-Journal festhalten und muss das Ganze auswerten. Der eine ist programmiertechnisch besser bewandert als der andere. Der kann sich vielleicht da
programmtechnisch was zusammenschreiben, um das auszuwerten. Der andere kauft sich eine Software für ein Trading-Journal. Heutzutage gibt es ja Software ohne Ende. Zu meiner Zeit halt noch nicht. Aber es gibt zig Möglichkeiten, diese Trades festzuhalten. Dann bitte diszipliniert aus den Fehlern lernen. Ja, wenn ich ein Trading-Journal führe und dann nichts daraus lerne, dann brauche ich auch nicht führen. Allein die ganze Arbeit, das jedes Mal die Trades zu übertragen oder einzugeben oder wie auch immer auszuwerten, das ist ja wirklich Arbeit. Ja, und wenn Sie an einem Tag mal 20, 30, 50 oder 100 Trades gemacht haben, an einem Tag, sowas soll es ja geben, und müssen die alle in den Trading-Journal eintragen, macht das überhaupt keinen Spaß. Ja, und wenn Sie schon die Arbeit machen, dann sollten Sie das Ganze auch dementsprechend nutzen und aus den Fehlern dort lernen. Denn unser Gehirn verdrängt nun mal gewisse Sachverhalte. Ja, Aufzeichnungen helfen alle Gedanken und Sachverhalte, den Trade real zu behalten. Geht nur dadurch. Wenn ich Sie jetzt frage, welchen Trades haben Sie vor 2 Wochen gemacht, dann würde Ihnen vielleicht der ein oder andere besondere einfallen, aber nicht jeder Trade. Völlig normal. Oder das menschliche Gehirn ist nun mal so gestaltet, dass wir uns die Gewinner-Trades, die erfreuen uns zwar, die merken wir uns, aber die merken wir uns komischerweise nicht so lange wie Verlierer-Trades. Kennen Sie das? Die Verlierer- oder die Verlust-Trades bleiben länger im Kopf, die richtig krassen. Völlig normal. Ja? Der Gewinn-Trade ist super, Adrenalin steigt, super gemacht, aber nach einer Weile braucht der Kopf schon wieder den neuen Kick. Ich brauche den neuen Super-Trade. Verlust-Trades sind anders. Und wenn Sie mal so einen Verlust-Trade machen, und zwar einen richtigen Verlust, dann tun Sie mir auch mal einen Gefallen und versuchen Sie nicht auf Teufel komm raus, sofort weiter zu traden, um den Verlust wieder reinzuholen, sondern werfen Sie den PC ruhig mal aus dem Fenster, also damit meine ich ausschalten, und wirklich mal einen Tag oder zwei oder drei gar nicht traden, bitte. Ja, Ihr Kopf muss zum Traden frei sein. Und wenn er irgendwie abgelenkt ist, sage immer, wenn Sie Kopf- oder Bauchschmerzen haben, bitte nicht traden. Bauchschmerzen, wenn Sie sich wirklich nicht wohlfühlen gesundheitlich, und Kopfschmerzen, wenn keine Ahnung, Streit in der Family hatten mit Ihrer Frau, mit Ihrem Mann oder einen großen Verlust gerade gemacht haben, bitte traden Sie nicht. Wenn der Kopf nicht frei ist, es ist schon so schwer genug, diszipliniert genug zu sein, die Emotionen im Griff zu haben, aber wenn der Kopf dazu noch nicht frei ist, wird es noch schwieriger. Dann, ein Trading-Tagebuch ist auch dazu gut, Muster zu erkennen. Also Aufzeichnungen bringen funktionierende und fehlernde Setups sowie Handlungsweisen zutage und hilft der Optimierung und Weiterentwicklung des eigenen Handelsplans. Klingt logisch, ist auch logisch, weil reine Wahrscheinlichkeit. Wie ich vorhin schon sagte, wenn Sie von den 1000 Trades 100 haben, die Sie immer nach demselben Setup getätigt haben und davon gingen 80 auf, ist das nichts anderes als Wahrscheinlichkeit. Wenn ich mich an den Desk setze, mittlerweile, ich gebe ja zu, ich führe kein Trading-Journal mehr. Ich habe es 3 Jahre lang geführt, sollte ich jetzt das Gefühl haben, dass mein Trading nicht mehr funktioniert, würde ich sofort wieder damit anfangen, jederzeit. Aber ich gehe auch an mein Trading mit Wahrscheinlichkeiten ran. Ich versuche mir immer vorzustellen, was macht der Markt jetzt wahrscheinlich aufgrund einer News oder nach einer News? Was macht die Herde? Nur das versuche ich umzusetzen, nicht meine eigene Meinung. Und diese Wahrscheinlichkeiten finden Sie auch in Ihren eigenen Trades bei den Setups wieder. Ganz simpel. Versuchen Sie es bitte mal. Also, es erhöht auch den Fokus oder bringt den Fokus auf funktionierende Setups. Und dann sind wir wieder bei der Gewinnwahrscheinlichkeit von Trades. Und dann kann ich natürlich auch meine Gewinnkurve auswerten. Ich brauche das gar nicht großartig vorlesen. Das erklärt sich alles von selbst. Und das schaffe ich alles eben durch ein Trading-Journal. Und dann kann das Ganze auch ein bisschen so aussehen, dass ich statistische Auswertungen ausführen kann. Ja, über die besten Handelszeiten, über die schlechtesten oder CRV-Trefferquote, emotionale Stärke. Was wäre denn für Sie am wichtigsten hier von den 4 Attributen? Worauf würden Sie den größten Wert legen? Auf alle, auf gar nichts. Da steht Euro, habe ich vergessen, ne? Dass das Konto steigt. Ja, das ist natürlich der wichtigste Wert. Klar, ich und dieser Pointer. Für mich ist es weder das CRV noch die Trefferquote. Die meisten ist es das CRV. Für mich ist es mittlerweile, wann ist die beste Handelszeit? Ja, weil ich nun mal ein Trader bin. Und ich kann mir aussuchen, wann ich handle und wie viel ich handeln möchte. Aber wenn es nicht die Handelszeit wäre, ist es eigentlich die emotionale Stärke. Ja, das finde ich am besten heraus. Und das muss ich lernen, damit umzugehen, mit meinen Emotionen.
ich vergleiche das immer nicht nur mit den normalen Selbstständigen, weil der wird ja meistens von Dritten bezahlt, aber Trading ist radikal. Radikal, was die Auswirkungen auf ihr Geld und ihr Konto betrifft. In dem Moment, wo sie ihren Geldbeutel aufmachen, das Geld nehmen und in den Markt setzen, werfen, wie auch immer, ab dem Moment kommen Emotionen auf, die ihnen die größten Streiche spielen. Gier, Angst, Hoffnung und. Zumindest solange es ihr eigenes Geld ist. Also eigene Geldbeutel. Und da gibt es meiner Meinung nach fast keinen Job, der so radikal ist, wie das Trading an sich. In dem Moment, wo sie draufdrücken und der Einsatz ist im Markt, kommen diese Emotionen auf. Und die spielen ihnen zu 70% die größten Streiche in ihrem Kopf. Und nur deswegen verlieren auch die meisten, die versuchen zu traden. Und die Statistik, die besagt, dass 90% der Personen, die sich beim Traden probieren, ihr Geld verlieren, die ist tatsächlich richtig. Sie verlieren es aber nicht, weil sie kein Buch lesen können über, keine Ahnung, Charttechnik. Sie verlieren es auch nicht, weil sie nicht eine Order eingeben oder aufgeben können. Sie verlieren, weil eben der Kopf die größten Streiche spielt. Sie wissen zwar, dass ihnen ihre Strategie sagt, ja, keine Ahnung, 1%-Regel, bei 1% Verlust gehe ich raus oder da und da gehe ich raus und setze meinen Stop. Aber der Kopf, der entscheidet dann genau in dem Moment was ganz anderes. Oh, die könnte ja hier drehen und ja und kommen und ja und nee und ich erweitere noch den Stop ein bisschen. Das kennen Sie alle, Sie lachen alle gerade. So ist der Mensch ausgelegt. Ich war ganz am Anfang meiner Trading-Karriere in Nürnberg. Ich war nicht Student, aber ich bin auf eine Uni-Vorlesung gegangen, damals von Joachim Goldberg. Joachim Goldberg ist ein Experte in Behavioral Finance. Ja? Und der hat einen ganz simplen Satz gesagt, den ich mir nach wie vor merke, sagte, der Mensch ist so ausgelegt, dass er das, was einem genommen wurde, behalten möchte oder wieder haben möchte. So sind wir Menschen. Solange es nur ein Buchverlust ist, ist es ja nicht weg. Wir wollen es unbedingt wieder haben und deswegen steigen wir oder switchen wir im Kopf um in den Modus Hoffnung, die Aktie könnte ja drehen. Und leider haben diesen Gedankenswitch so viele Menschen damals gehabt, die nennen sich alle Telekom-Aktionäre, dass auf 5% 10% Verlust wurden, aus 10, 20, aus 20, 50 und am Ende wurden es 90% und mehr. Und die haben immer noch die Aktie. Und dieser Modus Hoffnung geht so weit, dass ich diese Menschen dann frage, manchmal in so Vorträgen, erstmal frage ich, ob es noch einen Telekom-Aktionär von der damaligen Zeit gibt, da haben wir jetzt immer mindestens einer. Und dann frage ich denjenigen, was würden Sie denn machen? Wann würden Sie die Aktie wieder verkaufen? Und dann sagt er, ja, Telekom sind super wert, irgendwann wird die Aktie wieder auf Einstand gehen. Okay, verstanden. Der ist 90% im Minus. Und dann frage ich ihn ein paar Minuten später, wenn morgen Sie Ihre Hausbank anruft, also die Sparkasse Buxtehude zum Beispiel, und Ihnen 5% Tagesgeldzinsen in Zeiten der Negativzinsen anbietet, täglich verfügbar, was machen Sie? Ich räume alle Konten ab, die ich woanders habe, auch das, was unter meinem Kopfkissen liegt und bringe alles Geld natürlich zur Sparkasse Buxtehude. Aber wo bekomme ich denn 5%? Aha. Also, Börse ist irrational. Bei der Sparkasse begrüßt er sich mit 5%, aber die Telekom-Aktie soll 900% steigen. Warum? Börse ist so, wird suggeriert, Modus Hoffnung. Leute, Hoffen hat nichts mit Traden zu tun. Dann gehen Sie bitte in die Spielbank, nehmen Sie Ihre Frau mit oder Ihren Mann, setzen Sie an den Roulette-Tisch, Glas Champagner, 50-50 Chance, macht mehr Spaß. Ja, als auf irgendwelche Monitore zu starren. Also bitte, emotionale Stärke, da müssen wir hin, in Disziplin. Und jetzt noch zum Ende des Vortrags, was gehört da alles rein? Ich habe jetzt nicht alles, man kann theoretisch alles im Trading-Journal festhalten. Aber das sind so die wichtigsten Sachen natürlich, Datum, ne, Uhrzeit, Trade-Eröffnung, bis zu dem, was habe ich gehandelt, Einstieg, Absicherung, Gewinnziel, persönliche Gedanken, auch ganz wichtig. Wie habe ich mich in dem Moment gefühlt? Ich kann auch morgens drüber schreiben, ich bin heute mit leichten, keine Ahnung, Kopfschmerzen aufgewacht oder was auch immer. Ja? Also um einfach herauszufinden, wie war mein emotionales Befinden an dem Tag. Ja? Andere Sachen wie Stückzahl sind ja ganz klar. Und genauso die Aufzeichnungen nach dem Trade, ja? Die ganze Auswertung des Ganzen. Also, wie ist das Ganze ausgegangen? Da kann man es von oben bis unten analysieren in jeder Art und Weise. Aber man sollte es halt mal machen und festhalten. Und glauben Sie mir, wenn Sie mal einen Datenschatz haben von 500 oder 1000 oder noch mehr Trades, die Sie selbst getätigt haben, kein Seminar, egal wie viel es kostet, egal von welchem Redner, kann Ihnen mehr Input geben,
Kein Buch kann ihnen mehr Input geben. Nichts kann ihnen mehr Input geben als die eigenen Trades, die sie mit Echtgeld gemacht haben und die sie selbst analysieren können. Leute, wirklich, es gibt keinen besseren Schatz, den man beim Traden haben kann, wenn man es schafft, den auszuwählen und davon natürlich etwas zu lernen. So, das war es erstmal so ein bisschen über das Trading-Journal und Trading-Tagebuch, was ich Ihnen erzählen wollte. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Ich wollte nicht zu extrem übertreiben oder zu fachspezifisch werden. Ansonsten bin ich jetzt noch natürlich hier am Stand und ich beantworte gerne noch ein paar Fragen und wir können uns ein bisschen quatschen. Dankeschön.